Als die Römer frech geworden. Videomodul 51. Segu-Geschichte. Schau dir das Video an und notiere Begriffe und Worte, die du nicht kennst oder deren Bedeutung dir unklar ist. Frage anschließend deine Mitschüler oder deinen Lehrer, was diese Begriffe bedeuten. Oder schau im Internet nach. Notiere die Bedeutung in kurzen Stichworten. An verschiedenen Stellen des Videos siehst du Bilder des Hermannsdenkmals bei Detmold. Beschreibe das Denkmal, erkläre die Botschaft, die mit dem Denkmal ausgedrückt werden soll. Übertrage die zweispaltige Tabelle in deine Mappe und notiere wichtige Informationen aus der folgenden Darstellung in die dafür vorgesehene Spalte. Um die Informationen in Ruhe aufzuschreiben, benutze Kopfhörer und die Pausentaste. Als die Römer frech geworden, zogen sie nach Deutschlands Norden. Vorne mit Trompetenschall ritt der Generalfeldmarschall Herr Quintilius Varus. Noch vor 100 Jahren, als es weder Fernsehen und Radio gab, haben die Menschen, wenn sie Musik hören wollten, gesungen. Als die Römer frech geworden, ist der Titel eines Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts sehr bekannten Liedes, das inzwischen fast vergessen ist. Die vielen Strophen des Liedes berichten in spöttischem Ton über ein Ereignis aus der römischen Antike, die Varusschlacht im Jahre 9 nach Christus, also vor mehr als 2000 Jahren. Drei Legionen unter Führung des Varus waren im rechtsrheinischen Germanien, man weiß nicht genau wo, unterwegs. Germanische Krieger griffen die römischen Legionen aus einem Hinterhalt an. Im Widerspruch zum lustigen Liedtext war die Schlacht ein äußerst brutales Ereignis. Die römischen Legionen wurden vernichtend geschlagen. Nach den heute bekannten Überlieferungen kamen etwa 20.000 römische Legionäre ums Leben. Vorausgegangen war das Bemühen des römischen Kaisers Augustus, die rechtsrheinischen Gebiete unter römische Kontrolle zu bringen. Das meint der Liedtext, wenn er den Römern unterstellt, sie seien frech geworden. Angeführt wurden die germanischen Krieger von Arminius, einem Fürsten der Cherusker. Das war ein Stamm, der in dieser Gegend lebte. Erst viele Jahrhunderte später wurde Arminius der deutsch klingende Zweitname Hermann angedichtet. Das Hermannsdenkmal bei Detmold zeigt Arminius so, wie ihn sich der Künstler Ernst Brandl im 19. Jahrhundert vorgestellt hat. Das Denkmal wurde nach über 37-jähriger Bauzeit 1875 eingeweiht. Der steinerne Sockel misst etwa 28 und die Figur aus Kupferblech 25 Meter. Das Denkmal war damals sogar die höchste Statue der Welt, bis 11 Jahre später die Freiheitsstatue in New York fertiggestellt wurde. Bis heute ist das Hermannsdenkmal die höchste Statue in Deutschland. Das Denkmal zeigt einen Krieger mit Schwert, Schild und Flügelhelm in kämpferischer Pose. Die Figur reckt das Schwert in den Himmel und tritt auf einen Adler, als Symbol römischer Herrschaft. Die realistisch anmutende Figur täuscht darüber hinweg, dass man über das Aussehen des Arminius nichts weiß. Die Statue ist ein Fantasieprodukt des Künstlers. Das kann man beispielsweise am Flügelhelm ablesen, der uns heute an das Aussehen von Asterix erinnert. Flügelhelme symbolisieren in der Kunstsprache der Antike die Darstellung göttlicher Figuren. Es gibt bisher aber keine Nachweise darüber, dass germanische Stämme Flügelhelme getragen haben. Es gibt verschiedenste Darstellungen des Arminius oder Hermanns in Kunst und Literatur. Hermann ist Gegenstand von Theaterstücken und historischen Gemälden geworden. Hier beispielsweise zusammen mit seiner Frau Thusnelda, auf die übrigens das Schimpfwort Tussi zurückgeht. Das Hermannsdenkmal steht in der Nähe von Detmold, einer Kleinstadt im Nordosten von Nordrhein-Westfalen. Vor 2000 Jahren verlief die Grenze des Römischen Reichs entlang des Rheins. Auf der Karte gelb eingezeichnet sind hier die römisch beherrschten Gebiete. Über das historische Ereignis der Varusschlacht im Jahre 9 nach Christus gibt es nur relativ unsichere Kenntnisse. So ist bis heute umstritten, wo die Varusschlacht überhaupt stattgefunden hat. Es wurden mehrere hundert Theorien entwickelt, wo die Varusschlacht zu lokalisieren sei. Im 19. Jahrhundert galt der Teutoburger Wald gemäß der Schilderungen des Tacitus als mutmaßlicher Ort des Geschehens. Deshalb wurde ohne archäologische Beweise hierfür das Denkmal in Detmold errichtet.
Knapp 100 Kilometer entfernt hat man in den 1990er Jahren bei Ausgrabungen in Kalkriese nördlich von Osnabrück ein Schlachtfeld mit zahlreichen Gegenständen römischer Legionäre entdeckt. Die eiserne Maske eines römischen Legionärs gilt als bedeutender archäologischer Fund. Dennoch gibt es bislang keine eindeutigen Beweise für Kalkriese als tatsächlichen Ort der Varusschlacht. Wichtige Überlieferungen und Berichte über die Varusschlacht sind erst viele Jahre nach dem Ereignis entstanden. Als erster schriftlicher Beweis dafür, dass die Schlacht stattgefunden hat, gilt ein Epitaph, das ist eine Gedenktafel, die an den Tod des Centurius Marcus Caelius erinnern sollte. Die Inschrift bedeutet: Er ist gefallen im Krieg des Varus. Den Zeitpunkt der Schlacht im Jahre 9 nach Christus kann man aufgrund verschiedener Überlieferungen als sicher annehmen. Vorausgegangen waren Jahrzehnte, in denen die Römer ihr Herrschaftsgebiet immer stärker ausweiteten. Bereits unter Caesar hatten die Römer die linksrheinischen Gebiete erobert. In den Jahren danach wurden die bis heute wichtigen Städte Trier, Bonn, Mainz und Köln gegründet. Kaiser Augustus, der einige Jahre später regierte und das Römische Reich stark vergrößerte, versuchte auch die rechtsrheinischen Gebiete unter römische Herrschaft zu bringen. In den Jahren vor der Varusschlacht unterhielten die Römer viele Römerlager auf dem Gebiet zwischen Rhein und Elbe. Zwischen den germanischen Stämmen und den Römern gab es teils gute Kontakte und Beziehungen. Ausgerechnet Arminius ist ein gutes Beispiel hierfür. Seine Familie war pro-römisch eingestellt, Arminius wurde römischer Bürger und sprach Lateinisch. Er stieg in den Ritterstand auf und diente in der römischen Armee. Arminius und Varus kannten sich offenbar gut. Die Gründe, weshalb Arminius die drei Legionen unter Varus' Führung in einen Hinterhalt lockte, sind heute nur schwer zu rekonstruieren. In der Forschung geht man davon aus, dass es Motive sind, die Ursache für die meisten Kriege in der Geschichte waren: der Kampf um Macht und Vormachtstellung. Offenbar meinte Arminius, die Römer hätten zu starken Einfluss auf dem Herrschaftsgebiet der Cherusker gewonnen. Varus hatte aufgrund der zuvor guten Beziehungen offenbar nicht mit einem militärischen Konflikt gerechnet. Der Angriff der germanischen Krieger erfolgte in unwegsamem Gelände, aus einem Hinterhalt. Die Kämpfe sollen 4 Tage gedauert haben. Die Quellen geben wieder, dass die römischen Legionen keine Chance gegen die Angreifer hatten, teilweise als letzten Ausweg sich selbst gerichtet haben sollen, so auch Varus. Augustus war vom Verlust der drei Legionen geschockt. Überliefert ist sein Ausruf: Quintile vare, legiones rede. Varus, gib mir meine Legionen zurück. Nach der Varusschlacht beendeten die Römer zunächst ihr Bemühen, die rechtsrheinischen Gebiete unter ihre Herrschaft zu bringen. 1800 Jahre nach der Varusschlacht kam in den deutschen Ländern ein Kult um die Figur des Arminius auf, der jetzt meist Hermann genannt wurde. Auf diesem Stich von 1818 befreit Hermann die Germania, die Symbolfigur für die deutsche Nation. Das Bild bezieht sich auf die Völkerschlacht bei Leipzig im Jahr 1813, nach der die napoleonische Besatzung der deutschen Länder beendet wurde. Um die gewünschte nationale Einheit zu rechtfertigen, griff man damals in die Geschichte zurück und hat die Varusschlacht als Kampf des Germanentums gegen äußere Feinde interpretiert. Hermann wurde folgerichtig als Gründer der deutschen Nation und als Freiheitsheld gefeiert. So beispielsweise in einem Zitat des nationalistischen Politikers Gottlob Egelhard: Indem Arminius das römische Heer vernichtete, hat er unsere Nation gerettet. Dass wir noch Deutsche sind, verdanken wir ihm. Das Ziel der nationalistischen Bewegung war erstens die Gründung eines deutschen Nationalstaats, die im Jahre 1871 realisiert wurde. Zweitens ging mit dem nationalen Denken oft eine Abgrenzung oder sogar strikte Ablehnung anderer Nationen einher. Im 19. Jahrhundert wurde von vielen Deutschen Frankreich als der größte Feind betrachtet. Deshalb ist die Figur des Hermanns auch nach Westen ausgerichtet. In einer späteren Fassung des Liedes Als die Römer frech geworden heißt es im Schluss: Und zu Ehren der Geschichten tat ein Denkmal man errichten. Deutschlands Kraft und Einigkeit verkündet jetzt weit und breit, mögen sie nur kommen. Gemeint waren die Franzosen. Der Nationalismus war seinerzeit eine in ganz Europa verbreitete politische Idee, was beispielsweise daran deutlich wird, dass es in Frankreich einen ganz ähnlichen Kult um den Gallier Vercingetorix gab. Dessen Denkmal sieht dem Hermannsdenkmal sehr ähnlich. Während die Geschichtswissenschaft des 19. Jahrhunderts die Interpretation untermauerte, Hermann sei so etwas wie der Gründungsvater der deutschen Nation gewesen,
besteht heute Einigkeit darüber, dass Arminius mit einem deutschen Reich überhaupt nichts im Sinn hatte. Im Jahre 9 nach Christus spielten Fragen nach nationaler Zugehörigkeit keine Rolle. Arminius wollte seine Machtansprüche durchsetzen. In den Jahren nach der Varusschlacht hat er sich mit anderen germanischen Stammesführern zerstritten und wurde in diesen Machtkämpfen im Jahre 21 selbst getötet. Und das Hermannsdenkmal? Es ist bis heute beliebtes Ausflugsziel. Seine politische Bedeutung aber hat sich rund 4 Generationen nach seiner Fertigstellung überholt. Stell dir folgende erfundene Situation vor. Vor dem Hermannsdenkmal soll eine neue Informationstafel aufgestellt werden, die den Besuchern in etwa 10 Sätzen die Bedeutung des Denkmals erklären soll. Du bist Historiker und sollst einen Vorschlag für einen geeigneten Text verfassen. Berücksichtige dabei die 2 Zeitebenen. Erstens die römische Antike mit dem Ereignis der Varusschlacht und zweitens das 19. Jahrhundert, in dem das Denkmal gebaut wurde.